Seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und auch Eglalum zu einem neuen Part Pokémon Die Gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Wir befinden uns hier auf einer Route. Ja, eine Route könnte es sein. Irgend so einem Pfad Richtung oben. Ja. Oder hinten, um genau zu sein, ist ja 2D. Ist ja ein Weg nach oben, ist ja relativ schwer. Also wahrscheinlich nach hinten. Und wir erwarten uns dort am Ende dieses Weges nach oben oder gegebenenfalls nach hinten den Boxenerfinder Bill zu treffen. Im letzten Part haben wir Misty besiegt in der Quellorden Arena. Jetzt geht es hier weiter mit dem nächsten Kampf von einem Trainer, der dort am Wegesrand besteht. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Ja, ich will mein Glück versuchen. Joa, Käfersammler möchte kämpfen. Das ist gut, ich möchte nämlich auch kämpfen. Ein Raubhäh schickt er in den Kampf. Ich, ein Schmetterbo. Ich hoffe, die Musik ist heute wirklich nicht zu leise. Ich habe das schon im letzten Part angesprochen, aber... So. Hätten wir das Raubhäh auch mal besiegt. Noch ein Pokémon. Ich habe so eine Vermutung, was mich erwartet am Ende dieser 5 Trainer-Herausforderung. Ich hoffe zumindest, dass es das ist, was ich erwarte. Anders wäre es ein bisschen blöd. Käfersammler, wow, du bist gut. 2 gewinnt 140. Pokémon geht siegreich hervor aus Kampf 1. Kampf 2, bitte. Auch ein Käfersammler. Ich bin Nummer 2. Nun wird es ernst. Glaube ich kaum, dass es jetzt ernst wird. Du mal nochmal deinen 2 Pokémon. Ernst. Wo war es hier bisher noch gar nicht? Also die Ritter waren bisher halbwegs ernst, aber... Ja. Beim ersten Ohren war es gegen Rocco ein bisschen ernst, weil ich noch keine vernünftigen Pokémon im Team hatte, aber das kommt noch hier im Spiel, die Ernsthaftigkeit. Momentan passiert hier relativ wenig auf der Ernsthaftigkeitsskala. Ich kämpfe mich immer noch mit Smetbo durch. Absolut keine Probleme. Kann auch einfach Tickle einsetzen. Ich kriege hier absolut keine Probleme bei den Kämpfen. Schon habe ich den 2. besiegt. Oder die 2. Smetbo erhält ein paar EP und erreicht Level 19. Sollte vielleicht mal die anderen Team-Pokémon trainieren. Ja, ich sag's immer wieder, aber mach's dann auch, Zwergi. So, den Kleinstein, den müssen wir mal weiter nach vorne setzen. Tausch nach ganz vorne. So, dann haben wir hier... Ja, das passt so, die Reihenfolge. Kleinstein, Pikachu, Taubsi, Schmetbo. Schmetbo von mir aus. So, 3. Trainer. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Wohl kaum. 3 Pokémon. Ach du Scheiße. Da kriege ich Angst. Hilfe. 3 Pokémon. Naja, Kleinstein ist Level 10 und es Level 14. Ob das was wird, ist jetzt nicht
unbedingt klar, dass das was wird. Also könnte auch ordentlich in die Hose gehen. Ein Volltreffer. Okay. Ich bin optimistisch, was das angeht. Ich habe jetzt hier Mega-Hieb. Das scheint eine halbwegs akzeptable Attacke zu sein. Was? Volltreffer. Noch einer. Zwei hintereinander. Gibt's doch hier auch nicht. Oh, das sieht gut aus für Kleinstein. Halt aus. Ja, super. Stimme kratzig. Kleinstein hat's gut gemacht. Nein, ich möchte es nicht wechseln. Rettern. Ich müsste doch hier irgendwo noch einen Trank haben. Und TMs habe ich hier. Aber habe ich auch Tränke? Nö, scheinbar nicht. Naja gut, dann muss ich wohl gleich mit einem anderen Pokémon auskommen. Weil es Kleinstein nicht mehr lange aushalten wird. Wäre zwar schön. Und da jetzt noch ein bisschen was schaffen würde. Das würde ihn zumindest ein Level weiterbringen, wenn er jetzt noch Rettern besiegen würde. Aber so wie es aussieht, ist er gleich hinüber. Ist gelähmt. Ja, das ist natürlich Spitzenklasse. Was wickelt, zieht immer nur eine KP ab. Das ist aber jämmerlich. Und dann so ein starkes Pokémon hast, das dann 37 KP hat. 37 KP ist jetzt nicht stark, aber ihr wisst, was ich meine. Kann das schon ziemlich lange dauern mit Wickel. Wenn da jemand mit K.O. kriegen willst. Volltreffer. Okay. Okay. Ich versuch's mal mit Ruckzuckhieb. Jo. Das hat was gemacht. So, drittes bitte. Dein drittes Pokémon. Einmal. Pikachu reicht Level 16. Schön, Kleinstein wäre mir lieber, aber Pikachu muss auch trainiert werden. Deshalb ist er am Platz 2. So, einmal Hochzug-Hieb. Könnte was bringen bei Zubat. Ja. Ja, so lala. So, einmal Donnerschock. Was ist verwirrt? Nein. Oha, Donnerschock, das hat was gebracht. Zumat wurde besiegt. Das wäre ein besiegt Teenager. Wuhu. Ah, eiskalt erwischt. Zwergi gewinnt 210 Punkte und sie geht sich gleich aus dem Kampf gegen den Teenager Nummer 3. War das Nummer 3? Ja, war Nummer 3. Und dann weiter zu Nummer 4. Ich bin noch nicht fertig. Mit euch noch erst gar nicht. Und meine Pokémon-Team ist noch fett. Ja. Das wird keine große Herausforderung für mich sein, also. Los, Pikachu, Donnerschock! Mach das, taub sie alle! Hau ihm auf den Kopf. So. Ruckzuckhieb, okay. Das habe ich auch. Weiß zu schätzen, diese Attacke. Ja, Level 16, Level 16 ist natürlich Whisky Tisky. Was ging daneben? So ein Mist. Was machst denn du, Pikachu? Was soll denn der Kampf hier? Pikachu wurde besiegt. Da muss ich halt meinen Taubsi rausholen. Okay. Das bitte nicht zweideutig verstehen. Was denkt ihr auch immer hier so zweideutig hier? Das ist... Mann. Ihr seid echt versaut. Ich bin... sprachlos, was ihr hier euch denkt. Naja. Taubsi, du schaffst es. Ein Nidoran. Ruckzuckhieb. Nicht sehr effektiv. Ja, hab ich gesehen. Windstoß. Bitte.
Ja, es wird ein Zehrkampf. Aber möglich, dass ich es schaffe. Komm, bitte. Steht gut, die Chancen, dass ich es schaffe, zumal Nidoran ständig Heuler einsetzt. In effektiven Attacken. Schaffe es jetzt mal endlich. Kratzer, auwei. Hoch zu Kieb. Und vorbei ist es. Nein, noch nicht. So ein Mist. Jetzt aber. Windstoß. So. Ready. Zwei Besiegdüre. Ich habe auch verloren. Zwei gewinnt 240. Okay, der letzte bitte. Dann haben wir es mal geschafft. Ich bin Nummer 5. Ich mache dich fertig. Versuch's doch. Versuch's mich fertig zu machen. Mit einem Pokémon. Ist ein Witz, oder? Pfadfinder setzt Mankey ein. Level 18. Ja, Level 18 schön und gut, aber... Ja, was soll ich dazu sagen? Mankey. Ich habe nur noch Schmetterl. Was soll ich tun? Mein Hals kratzt heute ziemlich, hustet ziemlich oft. Ich versuche so aussehen zu lassen, als ob es mit Absicht wäre, aber funktioniert nicht immer. Schmetterl erhält 285 EP und Zwergi besiegt Pfadfinder. Das war zu viel des Guten. Zwergi gewinnt 360 Pokédonner und geht siegreich aus dem Kampf gegen den fünften hervor. Ist noch ein sechsten oder was? Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle fünf Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Zwergi hält ein Nugget. Hätte ich das erwarten können? Dass am Ende der Nugget-Brücke mich als Preis ein Nugget erwartet. Nein, ich möchte kein Mitglied von Team Rocket werden. Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Was, du bist Team Rocket? Nein, ich will nicht beitreten. Überzeugungsarbeit leisten, dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Ja gut, hab ich gesagt, dass wir noch gegen den anderen kämpfen müssen? Ja, das habe ich gesagt. War klar, dass der Trainer noch kämpfen will, aber... Was soll man sagen? Unbedingt. Gegen Team Rocket kämpfe ich sowieso am liebsten. Zubat wird in den Kampf geschickt. Und das war mal wieder klar, dass das Rattan und Zubat ist. Ein Team. Wir haben ja nicht viel andere Pokémon. Ja, und schwach. Zwergi besiegt Team Rocket. Schwacher Pokémon haben sie. Einfach nur schwacher. Ah, du bist gut. Zwergi gewinnt 450 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Rocket. Rüpel hervor. Bei deinen Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Ja, aber ich habe kein Interesse an der rechten Hand vom Team Boss. Die zu sein, liegt mir fern. TM45, das ist vielleicht Zerschneider. Könnte sein. Und TM45 aktiviert Donnerwelle. Oh, Donnerwelle. Donnerwetter heißt das. Donnerwetter, was ist das hier? Weiter. Zerschneider finde ich hier nicht. Ich kann einfach keinen Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht genug um meinen Lumanda da gekümmert. Versprich mir, gut für Lumanda zu sorgen. Dann gebe ich es dir. Zwergi erhält Lumanda. Neues Teammitglied geschenkt. Möchtest du Lumanda einen Spitznamen geben? Kümmere dich gut um Lumanda. Nice. Hoffentlich kein Level 1. Level 10. Ja gut, das geht ja noch so. Cool. Haben wir auch endlich mal ein richtiges Starter-Pokémon.
Nicht nur ein Pikachu. Ich sortiere nochmal kurz. Haben wir schon 5 im Team. So, Mann, das kann ich doch glatt akzeptieren. Am Ende der Nagelsbrücke kommt man glatt ein Domanda geschenkt. Naja, geschenkt. Ist ein bisschen unfair, aber was soll's. Und ich will jetzt Zerschneider haben. Wo krieg ich Zerschneider her? Ich finde es nicht. Kann sein, dass das irgendwo rumlag und ich es einfach übersehen habe. Und bei meinen Skills könnte ich mir das durchaus vorstellen. Hier haben wir wieder eine Horde Trainer. Ich würde direkt mal zurückgehen nach Azuria City, weil ich habe da so eine dunkle Vermutung, nämlich, dass sich hier auf dieser Route, wo wir im letzten Part lang gesprintet sind, sich irgendwo unser gesuchtes Item aufhält. VM Zerschneider. So schwer kann es ja nicht versteckt sein. Du Mann, da haben wir es auch mal vor der Linse. Irgendwo muss es sich ja aufhalten. Das ist mistig. So, dann kommen wir mal schnell ins Pokémon Center. Dann ist der Fahrt dann. Und unser Pokémon-Team nochmal schnell aufheilen. Aufheilen ist ein gutes Wort. Das ist der Markt. Arena. Pokémon Center. Hier ist das Pokémon Center. Rein da mit uns. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon. Machen sie wieder fit. Einmal heilen bitte. Danke. So, jetzt sind es schon 5. Fehlt noch ein Teammitglied bei uns. Ist das Team vollständig? Ja, ich weiß, ich habe einen auf der Box, aber den habe ich mit Absicht dahin getan. Der gehört nicht in unser Team. Joa. Dann sag mal, wo wir Zerschneider finden. Der steht immer noch da und der Rocketrüpel immer noch. Tja. Seltsam. Seltsame Sache. Joa, sind wir mal wieder zurück gleich. So, und da sind wir zurück. Und ja, was soll ich sagen? Finden wir Zerschneider wohl nie. Ich werde mal recherchieren, wenn ich diesen Part hier hinter mir habe. Dann setze ich mich mal ran und versuche es herauszufinden, wo ich in Pokémon Gelb Zerschneider finde. Gibt es bestimmt irgendwo, da steht irgendwo im Internet. Steht alles im Internet. Ich komme gerade vom Mondberg. Meine Pokémon sind in Bestform. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du so vorzuweisen hast. Und wandere jetzt mal Hollow ein, Level 15. Ja gut, Bestform sieht anders aus, aber... Glut! Cool! Ich kann endlich eine Feuerattacke einsetzen. Ich habe ein Feuer-Pokémon. Nice! Ich bin ein Fan von Feuer-Pokémon. Ich hätte... Glumanda auch als Starter genommen. Und es gekonnt hätte. Ein Pokémon Gelb. Was Glumanda besiegt. Ja, ist zwar noch ein bisschen untrainiert, aber... Ja, wir werden es trainieren. Wie Kleinstein. Kleinstein ist auch schon... Was heißt schon? Noch Level 10. Mega-Hieb. Okay. Weiter Mega-Hieb einsetzen. Kleinstein, du kannst es schaffen. Du bist robust. Du kannst es aushalten, ein bisschen Karatschläge einzustecken. Da bricht ihr Macholo sich die Hand an dir, dass du von ihm zerschlagen wirst. Und das sieht gerade sogar ziemlich gut aus für Kleinstein. Aber gut, dass wir das Ding nicht Level 5 gerichtet haben, das Glumanda. Oder Level 6 oder wie man so einen Starter-Pokémon bekommt. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Muss so sagen. Oder Level 1 halt. Gibt es ja auch, dass man Level 1 Pokémon überreicht bekommt. Da hätte ich mich für bedankt. Das noch trainieren zu müssen. Muss zwar jetzt mit trainieren, aber da es schon Level 10 ist, ist es ganz günstig, das mitzunehmen. Da passt das schon. So.
Donnerschock. Keine Wirkung. Stimmt, ja, da war ja was. Pikachu und die Schwäche gegen Kleinstein und sich Pokémon. Ich vergesse es immer wieder. Rocco und Zeichnung. Ja gut, genau dafür habe ich wen anders in meinem Team. Wer sich noch dran erinnern kann, der weiß es. Guter Satz. Ich gesagt habe, wer sich dran erinnern kann, der weiß es. Ja. Bin heute nicht ganz frisch da oben. In meiner kleinen Stübchen. In meinem kleinen Stübchen. Sprechen kann ich heute auch nicht mehr, oder? Konfusion, genau das ist sehr sinnvoll, wenn man das gegen einen kleinen Stein ansetzt. Und dafür habe ich mir damals ein Raupi geholt und es zu einem Smetbo entwickelt. Offscreen. So, der nächste bitte. Oder kann ich die umgehen? Ich versuche mein Bestes. Im Trainer umgehen bin ich der Beste. Ihr wisst es. Ihr kennt es aus einigen Pokémon-Spielen von mir. Unter anderem aus Pokémon Weiß. Pokémon. Habe ich das schon mit Pokémon Sonne gemacht? Ich weiß nicht. Hallo, mein Freund ist cool. Das hoffe ich doch. Warum musst du mir das aber sagen? Was juckt mich denn, ob dein Freund jetzt cool ist oder ein absoluter Geek? Ich sage jetzt nicht, dass Geeks uncool sind, aber was ist cool? Kannst du mir das vielleicht verraten? Das wäre vielleicht eine viel interessante Sache. Wenn du verraten würdest, was du unter dem Begriff cool verstehst. Ist ja eine Auslegungssache, der Begriff cool. Ich finde ihn komplett unsinnvoll, diesen Begriff. Ich würde ihn zum Beispiel nicht benutzen. Mag den Begriff einfach nicht. Finde, er hat keine Bedeutung. Da er auch schlecht zu definieren ist. Was ist cool? Ist man cool, wenn man sich auf die Straßen setzt und sich mit Bier besäuft? Ja, Bier ist dann für einige doch ziemlich uncool, aber ist man cool, wenn man ein Säufer ist mit 16 Jahren? Ich finde das ziemlich uncool, wenn ich das so sagen darf. Seht ihr, so verschieden sind Definitionen von cool. Also der eine oder andere findet das eine cool und der andere ist dann wieder komplett anderer Meinung. Also schafft bitte diesen Begriff ab. Rutenschlag, ja. Toll, ich setze noch Rutenschlag ein, während hier der offensichtlich schlechte Nagel. Na, ich habe hier noch Taubsi und Smetbo. Die können das Ganze dann meistens richten. Hoch zu Kieb. Jo, gerichtet. Die Sache ist gerichtet. Level 17 erreicht. Da haben wir heute aber sehr viele Kämpfe. Ich war nicht in Form. Ein hordewilder Trainer. Na toll, was mache ich denn hier? So, an dem vorbei. Ich glaube, einen von denen muss ich herausfordern, den anderen nicht. Ja, man kann nicht an beiden vorbeikommen. Ich bin richtig cool. Ich habe einen Freunden. Wenn ich hinter dir vorbeigehen kann. Ich habe keinen Zerschneider. Sonst komme ich schlecht an dir vorbei. Wie bekomme ich Zerschneider? Es ist mir ein Rätsel. Ich will Zerschneider haben. Das bringt mir sehr viel hier. Jetzt, wo ich es einsetzen kann, habe ich im letzten Ohren freigeschaltet. Und dann Misty mit der Erlangung ist das überhaupt ein Wort, damit ich das den zweiten Ohren bekommen habe, darf ich jetzt offiziell Zerschneider auch außerhalb des Kampfes einsetzen, vorausgesetzt ich habe Zerschneider. Nein, ich möchte weiterkämpfen, rettern,
Was bist du auch ein Typ von Team Rocket? Oder hast du einfach nur Lust, einen Rettern einzusetzen? Soll es ja auch geben. Muss ja nicht von Team Rocket sein, wenn man einen Rettern im Team hat. Ist ja nur ein Klischee. Auch nicht jeder Team Rocket-Typ muss unbedingt einen Rettern im Team haben oder Pokémon seiner Art. Na doch, muss er. Das ist bei Team Rocket wirklich so. Die sind alle klischeehaft. Das ist leider so. Die erfüllen ihr Klischee komplett. Pfadfinder besiegt. So, ein bisschen Real Talk an der Nuggetsbrücke. So heißt dieser Part wahrscheinlich auch. So, du noch ein Trainer? Ja, ich würde es dann diesen Part mal an dieser Stelle beenden. Ich habe ihn bestimmt schon überzogen. Wenn ich schon das Gefühl habe, ich habe ihn überzogen, dann habe ich ihn bestimmt überzogen. Also machen wir an dieser Stelle ganz schnell Schluss. Danke nach oben, soll es euch gefallen haben. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abo da lassen, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen, fasten Tag. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Part. Haut ran.